Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Leute, ich habe mir gedacht, ich mache nochmal so ein classy Outfit Video. Ganz klassische vier Frühlingslooks, die auf jeden Fall immer funktionieren, mit ein paar neuen Trendfarben, die ich so ja in der letzten Zeit auch extrem feiere und ihr übrigens genauso. Und die einfach schon so richtig Bock auf dieses Wetter haben, was hier hinter mir ins Fenster reinscheint. Und genauso schön ist es heute auch. Eine Sache habe ich eingebaut, weil ich mir dachte, also morgens, wenn man aus dem Haus geht im Frühling, friert man, ne? Weil es ist noch zu kalt. Ja? Wenn man zur Arbeit fährt, möchte man sich nochmal in dicke Wintermantel einbummeln, ja. Aber wir machen lieber Lagenlook. Und mittags, wenn dann in der Mittagspause dann die Sonne rauskommt und man so noch ein leckeres Eis vielleicht in der Mittagspause oder einen Kaffee dann genießt, dann denkt man sich so, wann ist eigentlich Sommer geworden? Und deswegen habe ich bei all diesen Looks es so kombiniert, dass ihr auf jeden Fall immer noch mindestens ein Kleidungsstück wieder ausziehen könnt und ihr immer noch gut angezogen aussieht, hoffentlich. Mal schauen, ob mir das am Ende des Videos gelungen ist, Leute. Auf geht's, rein ins Video und viel Spaß dabei. Und der erste Look besteht aus einem Lieblingskleidungsstück von mir, forever and ever, the Leggings. Natürlich ist die Leggings auch ein super Kleidungsstück fürs Frühjahr, weil ja, sie einfach super bequem ist, aber halt auch nicht mehr so dick und fett, vielleicht wie halt eine dickere Hose oder so, je nachdem, was ihr für eine Leggings habt. Aber ihr wisst ja, ich stehe total auf diese schwarze Leggings hier von Smilodogs, die diese gerippte Optik hat. Lieb ich abgöttisch. By the way, mein Smilodogs-Code, der ist jetzt dauerhaft gültig, der heißt Mrs. Violet, da könnt ihr immer sparen. Die hatten jetzt gerade einen großen Sale, der Shop war ziemlich leer gegrast und wahrscheinlich unter anderem mit von euch. Die werden jetzt bestimmt ganz bald wieder aufgestockt haben, also geht da gerne mal stöbern. Und diese Leggings kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich trage die seit mehreren Monaten einfach fast, na, gefühlt täglich, ja. Immer wenn die schmutzig ist, muss die sofort in die Wäsche. Und was kann man im Frühling Besseres machen, als schon mal sich so ein bisschen Lust auf den Sommer machen, indem, dass man einfach ein leichtes, luftiges Kleidchen über einer Leggings kombiniert. Ich glaube, das ist der Look, in dem ich auch unter anderem sterben würde. Und da habe ich mir heute dieses super süße Kleidchen hier in diesem kräftigen Grün rausgepickt, das ihr in einem meiner letzten Hauls gesehen habt. Das ist von Good Threads und ich liebe den Schnitt einfach, weil es ist so locker, luftig, hat aber so diese, durch diesen Tunnelzug so ein bisschen Taille wieder drin und hat einen angenehmen Ausschnitt, süße Ärmelchen, ja. Das sieht halt solo einfach schon süß aus, aber kann man auch perfekt nutzen zum Layern. Und da dann halt die Leggings drunter und, damit es natürlich warm genug ist, der Jotta Cardigan. Natürlich. Oh, und hoppala, ich verliere ihn. Und der hier ist ebenfalls von Good Threads und das ist mein absolutes Lieblingsmodell zurzeit, weil der halt nicht mehr so fett überwarm ist, sondern halt noch so ein bisschen lockerer und der Schnitt ist halt auch toll, weil es so ein Kapuzending ist und es sieht halt so lässig aus irgendwie und dann so in Kombination, zum Beispiel die Farben passen auch mega geil zusammen, aber auch in Kombination ist es dann halt ein richtig toller Look, gemeinsam mit der Leggings, top. Und wenn es dann in der Mittagspause zu warm wird, zieht ihr einfach den Cardigan aus und schon habt ihr das Problem gelöst, ja. Also perfekter Frühlingslook, für mich persönlich die Chucks da drauf. Und dann bin ich auf jeden Fall gut angezogen. Und was euch vielleicht direkt zu Beginn schon aufgefallen ist und dem wirklich fleißigen Beobachter auch schon aufgefallen ist, ich habe wieder neuen Schmuck und der ist natürlich wie so viele Male inzwischen schon von Ana Luisa. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsschmuckmarken, muss ich gestehen. Und die begleiten mich jetzt schon so viele Jahre und da kam wieder so ein schönes Päckchen an. Natürlich alles in Papp- und Papierverpackung, beziehungsweise in diesen süßen Stoffbeuteln, auch aus recyceltem Papier übrigens. Und die sind dann halt immer noch so einzeln in diesen süßen Säckchen verpackt, die Schmuckstücke. Die sind auch extrem praktisch übrigens fürs Reisen. Ich hatte jetzt, als wir in Holland waren, das habt ihr im Travel-Vlog gesehen vielleicht, habe ich meine kleineren Ohrringe und Ringe einfach hier in diese Schmucksäcke reingepackt und das ist wirklich großartig. Die sind übrigens mit so einem Druckverschluss. Also tatsächlich auch einfach etwas, was man vielleicht hält und immer wieder benutzt, finde ich auf jeden Fall super schön mitgedacht. Und ich habe jetzt hier zwei paar schöne Ohrringe. Einmal hier diese etwas längeren, beides mit so grünen Elementen. Den hier finde ich wirklich so unfassbar schön. Ich trage den rauf und runter, diesen Ohrring. Und dann habe ich hier diese kleinen Hängerchen, die ich auch mega schön finde. Hatte ich jetzt auch schon öfter an. Die sind halt in diesem richtig kräftigen Grün, dieses Kelly Green, was ich momentan so feiere. Und ich finde es richtig, richtig geil, die Schmuckstücke. Und dann habe ich hier jetzt das erste Mal so Haarklammern oder auch Bobby Pins, nennt man die.
die ja auf Englisch. Ich finde, das klingt irgendwie süßer als Haarklammer, ja. Die Schmuckstücke von Ana Luisa sind alle aus recyceltem Gold. Also das heißt, da tut ihr auch wirklich der Umwelt richtig was Gutes. Sie sind nicht ganz geschenkt, aber es ist auf jeden Fall eine Qualität, die sich lohnt. Und natürlich gibt es auch einen Anlass, nicht nur, dass ich neue Schmuckstücke habe, sondern es gibt auch aktuell wieder eine Sale-Aktion. Da könnt ihr, wenn ihr ein Stück kauft, das zweite für 40% bekommen. Irgendwie so war es, glaube ich. Ihr findet die genauen Bedingungen unten in der Videobeschreibung und natürlich auch nochmal den Link. Ihr könnt einfach dem Link folgen. Ihr braucht keinen Code dafür. Es ist auf jeden Fall alles auf der Webseite reduziert. Falls ihr euch selbst was gönnen wollt oder vielleicht schon an den Muttertag denken möchtet, dann macht das doch super gerne. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, weil die Qualität ist 1A und es ist aus recycelten Materialien und wird halt alles in Papier und nachhaltiger Verpackung verschickt. Also wisst ihr, ist für mich immer so ein Anliegen und ein riesen Pluspunkt. Ich liebe es, mit so nachhaltigen Brands zusammenzuarbeiten und die gesamte Philosophie spricht mich einfach an. Plus, dass es halt auch wirklich unfassbar schön designte Schmuckstücke sind, die aber sehr zeitlos sind, sodass sie euch auch lange, lange Zeit glücklich machen werden und halt nicht so schnell aus dem Trend gehen. Frühlingslagenlook Nummer 2 ist für mich die Jeans. Kombiniert mit einem schönen Longsleeve, weil gerade auch, wenn es nicht mehr so ganz an die 20 Grad geht, sind Longsleeves einfach eine tolle Geschichte. Die sind ein bisschen dünner als Pullis, aber noch nicht ganz so kalt wie T-Shirts. Also genau dafür wurden, glaube ich, Longsleeves erfunden. Manch einer wird das vielleicht irgendwie nicht verstehen können. Männer sind ja auch meistens eher so, also Daniel kann ich auf jeden Fall von sprechen, ist es kalt, ziehe ich Pulli drüber, ist es warm, gehe ich im T-Shirt. Aber für mich persönlich braucht es ein Zwischending und das ist das Longsleeve ganz einfach. Und ich finde gerade halt ein Longsleeve, auch wenn es irgendwie schön geschnitten ist oder eine tolle Farbe hat, so wie dieses Modell hier, ja, sieht halt einfach gut aus, ja. Das kann halt was Schlichtes sein, aber es kann halt auch in den Details einfach schon komplett überzeugen. Es hat halt diese gerippte Optik, genau, muss ich gar nicht mehr drüber sprechen. Und es hat einen sehr, sehr schönen Ausschnitt, einen V-Ausschnitt, der hier auch noch so ein bisschen gerafft ist, was halt zusätzlich richtig toll schmeichelt. Das hier war mal von Naked. Ich schau mal, ob es das noch gibt. Dann ist es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowieso wie alles, was ihr hier heute seht. Und ich muss sagen, ich liebe das Ding, ja, weil das sitzt halt wirklich wie eine zweite Haut. Ich kriege es noch ein bisschen die Ärmel hochgezogen, falls es dann doch noch ein bisschen wärmer wird, aber das ist halt so für diese Temperaturen jetzt gerade perfekt auf den Jeans, ja. Schönen Gürtel drauf, das stecke ich dann rein, dann sieht es einfach top aus. Da mir das Longsleeve selber aber vielleicht ein bisschen zu kalt ist, ziehen wir auch da einen Cardigan drüber. Ihr seht schon, was das Motto dieses Videos ist, ne? Kombinationen zwischen Lila und Grün. So könnte ich es eigentlich auch nennen, aber ja, ich stehe einfach so arg auf diese Farbkombination und finde halt, dass dieser Cardigan auf so einem Longsleeve einfach nur bombenmäßig aussieht. Also der Cardigan selber ist schon eine Wucht, ich finde den richtig geil. Der hier ist ebenfalls von Good Threads, auch neue Kollektion, neue Farbe und ich muss sagen, ich finde den richtig geil. Ich glaube, ich finde den so gut, dass ich mir den doch in anderen Farben bestelle, weil den gibt es in sehr vielen wilden Kombinationen und ich finde den an für sich, wie der gemacht ist, halt total toll. Auch halt mit diesen Bubbles hier noch drauf und das Zopfmuster da drin. Also ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Kleidungsstück und der ist richtig schön warm. Das hier wäre also meine Kombination Nummer 2. Dazu ebenfalls wieder Sneaker, because I can't, ja. Und da haben wir auch einen perfekten Frühlingslook. Wer sich schon ein bisschen mehr traut, kann auch einfach nur ein Kleid anziehen, ja. Vielleicht halt noch irgendwie, damit es drunter nicht zu fresh wird, noch eine Radlerbuchs oder eine Capri-Leggings unten drunter. Ja, ich habe das tatsächlich gesagt. Ich glaube, ich habe das gesagt. Kann ich das rausschneiden? Muss ich das so lassen? Auf jeden Fall, Leute, finde ich so knielange Kleider oder Midi-Länge auf jeden Fall super. Und da habe ich natürlich auch ein fliederfarbenes Kleid am Start. Und es wird jetzt, glaube ich, nicht viele verwundern, welches Kleid ich hier zücke. Und zwar ist es natürlich dieses hier von Amazon Aware, der neuen nachhaltigen Marke von Amazon. Da hatte ich einen kompletten Haul zu gemacht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag alle Teile davon, aber das Ding hier, ne? Boah, das ist so ein Lieblingskleidungsstück von mir geworden. Ich liebe halt einfach alles daran. Die Länge ist toll, der Schnitt ist toll, die Ärmelchen und dann dieses gestufte halt da drin. Es hat Taschen, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein perfektes Frühjahrskleid, weil die Ärmel halt auch so ein bisschen länger gehen. Und wenn ihr das dann halt etwas wärmer kombinieren wollt, könnt ihr natürlich drunter halt einen Longsleeve ziehen. Oder aber, wenn es jetzt halt schon auch ein bisschen wärmer ist, einfach die Jeansjacke.
Weil nix sieht schöner aus als die Kombination von diesem Flieder und dieser Jeansjacke, so in so einem hellen Ton. Also da würde ich auf jeden Fall eine hellere Farbe wählen. Ihr könnt natürlich auch für ein dunkleres Denim gehen, aber ich persönlich mag halt, gerade wenn es so ins Frühjahr, Sommer geht, stehe ich einfach auf dieses Leichte, ne? Also dann lasse ich lieber so die kräftigeren, dunkleren Farben auch gerne mal im Schrank. Okay, schwarze Leggings zeigt ihr am Anfang des Videos, aber ihr wisst, glaube ich, in welche Richtung ich will. Und das hier ist ja the good old classy one, die Levi's Trucker Jacket. Ja, ist, glaube ich, ein Must-Have im Kleiderschrank, würde ich behaupten. Und Look Nummer 4 ist, glaube ich, so der klassische It-Girl-Blogger-Influencer-Style. Ich war einfach, es ist einfach ein cooler Look hier, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber ich glaube, den sieht man halt ganz besonders häufig eher an so Fashion-Bloggern witzigerweise. Und zwar ist das einfach eine lange Hemdbluse oder halt ein langes, extrem langes Blusenteil. Und da habe ich ja eins seit einiger Zeit. Das ist dieses hier von Lindex. Das ist übrigens auch eine nachhaltige Marke. Ist eine ganz, ganz tolle Qualität. Gefällt mir extrem gut. Und das Ding ist halt so lang, dass es ein Kleid sein könnte. Und ich mag dann halt insbesondere auch einfach so diesen Look von einer Bluse oder von, ja, doch von einer Bluse halt einfach, ne, dass oben dann der Kragen rausguckt. Und das kann man halt perfekt layern mit einem Pulli drüber. Und damit das Ganze halt nicht so unförmig wird, wenn ihr dann den Pulli nämlich auszieht, weil das wäre ja dann der Trick an der Sache, ne? Das heißt, wenn euch morgens kalt ist, lassen wir den Pulli noch schön drüber, ist schön kuschelig, ne? Habt eine doppelte Lage, alles super. Trage ich übrigens dann, by the way, einfach nur eine ganz normale Strumpfhose drunter. Ich habe jetzt eine braune gewählt, damit das nicht ganz so heftig ist. Ihr könnt aber natürlich auch für eine durchsichtige Strumpfhose gehen, aber ich persönlich bin halt absolut kein Fan von durchsichtigen Strumpfhosen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt daran, weil ich nie eine finde, die tatsächlich irgendwie so nach meiner Haut aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht halt einfach immer so aus, als ob ich Leichenbeine hätte. Egal, auf jeden Fall würde ich da halt eher eine Strumpfhose noch drunter anziehen oder vielleicht halt auch eine, die ganz, ganz durchsichtig, also sehr, sehr leichte Dehnen nur hat, ne? Also halt, ach, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hör auf zu reden, Sarah, du machst nur Blödsinn. Auf jeden Fall könnt ihr dann, wenn ihr den Pulli ausgezogen habt, einfach mit einem Gürtel drunter in das ganze Ding halt auch wieder gut Figur reinbringen. Ja, das ist ein bisschen knapper, aber ich glaube, das geht halt je nachdem, wo man so unterwegs ist. Und ich finde, das ist halt ein cooler Look. Also das ist halt so der Inbegriff von Lagenlook, der halt auch einfach irgendwie stylisch aussieht. Und ich habe natürlich fette Boots da drauf angezogen, war ja klar, ne? Also ich meine, wenn diese Boots nicht da drauf gehören, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht welche. Und fertig ist der Fashion-Blogger It-Girl-Look. Meine Hübschen, ich bin sehr gespannt, abschließend zu erfahren, welcher Look euch natürlich am besten gefallen hat. Vergesst nicht, bei Ana Luisa vorbeizuschauen, wenn ihr euch jetzt auch hier schockverliebt habt in eins der Schmuckstücke in die neuen. Also geht da unbedingt stöbern, es lohnt sich wirklich sehr. Und ja, welchen Look ihr vielleicht so auch selber gerne tragt. Ja, schreibt das also wahnsinnig gerne. Und dann kommen wir natürlich jetzt noch zum Kommentar des Tages. Der ist heute von Tan Keil. Sie hatte auf mein Make-up mit den aktuellen Drogeriefavoriten kommentiert. Wie schön, dass du auf Eyeliner eingegangen bist. Ich habe vor 2 Wochen meine Eyeliner wieder neu entdeckt und liebe diese Looks. Besonders freue ich mich, dass meine Eyeliner nicht länger brach liegen. Auf jeden Fall. Und wie man sehen kann, hat heute Sarah auch schon wieder mit farbigem Eyeliner experimentiert. Ich glaube, das ist der Look, an den ihr euch jetzt gewöhnen müsst, ne? Ich glaube, ich trage nichts anderes mehr bis zum Ende der Saison. Vielleicht verlängere ich das auch noch in die Wintersaison rein. Mal gucken. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Mittwochabend. Startet mir alle gut morgen in den kleinen Freitag und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mua. Der ist ebenfalls von Good Threads jetzt gewesen. Auch Sarah hat alles verloren. Hilfe, ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle.